schön, dass du kurzfristig, sagen wir mal, ein bisschen nach vorne gerutscht bist. Kein Problem. Ein anderer Gesprächspartner, der eigentlich jetzt dran wäre. Völlig flexibel. Der kommt dann ein bisschen später dran, weil er zwischendurch nochmal weg musste. Rick, vorweg, also Zukunftsgesellschaft klingt erstmal nicht nach Tierschutz. Es ist auch nicht alleine Tierschutz. Tierschutz ist also eins unserer Themen. Wir sagen, wir organisieren uns für Mut, das heißt Mensch, Umwelt und Tierschutz. Weil wir einfach der Meinung sind, dass das alles in unserem gesellschaftlichen Zusammenleben zusammengehört. Also nicht nur eins monothematisch zu sehen, sondern wirklich, wie können wir in unserer Gesellschaft miteinander und mit unserer Umwelt, und dazu gehören eben halt auch mal die Tiere, wie können wir da besser umgehen und zufriedener miteinander umgehen. Und wie weit reicht da das Spektrum? Ihr seid ja sozusagen gerade erst als Verein sozusagen auferstanden. Ja, also wir sind eigentlich auch relativ jung zusammen. Das heißt, die sich am längsten kennen, kennen sich vielleicht ein Jahr. Und wir kennen uns halt überwiegend von, ja, ich sag mal, von Demos, also Tierschutzdemos gegen Zirkus, für den Frieden, Friedensdemonstrationen. Und haben dann irgendwann gesagt, okay, wir wollen nicht immer nur gegen etwas sein, also demonstrieren gegen etwas, sondern wir möchten gerne an Alternativen arbeiten. Was kann man in seinem Alltag umsetzen, um die Gesellschaft einfach zu verändern? Durch sich selbst auch. Habt ihr denn jetzt schon Alternativen entwickelt oder beschränkt sich das in dieser Kürze der Zeit darauf, dass ihr erstmal gesammelt habt, wo sind die Missstände und wo müssen wir einschreiben? Ja, also wir haben ja unsere Internetseite zukunftsgesellschaft.org und dort haben wir auch schon einiges online gestellt. Es sind ja eigentlich nicht sehr viele neue Sachen. Es geht eigentlich mehr darum, Informationen zu verbreiten, dass mehr Menschen sich mit den Themen auseinandersetzen. Wir haben zum Beispiel mal zum Probieren veganes Met vorne am Stand, so ganz kleine Pröbchen, damit man einfach mal gucken kann, dass auch zum Beispiel veganes Essen keine Einschränkung sein muss und auch nicht weniger gut schmecken muss. Und man sieht es ja auch am Stand hier von Ralf und Anke von der Brunswiga, die haben ja da auch tolle Produkte vegan. Ja, das geht alles weg wie vegane Semmeln, wobei die besonders, Semmeln, ne? besonders gut schmecken, habe ich mir schon sagen lassen, aber auch alles andere, weiß ich aus eigener Erfahrung, wirklich lecker. Und selbst Fleischesser brauchen da keinerlei geschmacklichen Abstriche zu befürchten. Nein, gar keinen Fang. Was mich interessiert, es ist jetzt eigentlich, hat nicht direkt was mit dem Tierschutz zu tun. Ihr habt euch auch dem Thema Nachbarschaftshilfe verschrieben. Da gibt es so eine Zeittauschbörse, aber richtig. Das finde ich insofern interessant, als dass da ja auch wieder der Tierschutz über Umwege wieder ins Spiel kommen kann. Denn, ja. Ich sag's mal ganz banal, nicht jeder Mensch hat Zeit, seinen Hund regelmäßig Gassi zu führen und dann richtig. Kommt der Nachbar ins Spiel. Wie funktioniert genau. So eine Zeittauschbörse? Also die Zeittauschbörse ist einfach ein Miteinander, ein Handeln miteinander, ohne jetzt Euro in die Hand nehmen zu müssen. Das heißt also, man setzt einfach Zeit ein gegen Zeit. Und wir haben dort auch in unserer Zeittauschbörse haben wir also auch Offerten, also Angebote, und da steht zum Beispiel sowas drin, wie Tiere während der Urlaubszeit zu betreuen oder mal Gassi zu gehen, wie du gerade gesagt hast, weil man einfach die Zeit nicht hat. Ja. Solche Sachen kann man alles über die Zeittauschbörse organisieren, ohne eben halt Geld in die Hand nehmen zu müssen. Ihr habt so ein Kürzel, das mir sehr gefällt, muss ich sagen, das ein Slogan darstellt, Mut. Ja. Aber Mut ist... Das Wort ist auch gemeint, aber im Endeffekt ist es ein Kürzel, also die Abkürzung von drei Begriffen. Ja, Mensch, Umwelt und Tier. Und ich denke, da gehört aber auch einiges an Mut dazu, denn wenn man von seinen, von seinen Einstellungen spricht, kommt man nicht immer nur offene Ohren. Dann ist oftmals auch so, dann wird drüber gelächelt, wie du isst kein Fleisch mehr. Gerade so auch in der Familie, wenn man jetzt neu Veganer ist, also ich bin jetzt Vegetarier seit fast einem Jahr, und immer noch ist es so, wenn man mit Menschen zusammenkommt, dass sie dann sagen, wie, du isst jetzt kein Fleisch mehr, was isst du denn überhaupt noch? Und ich denke mal, auch dazu, all diesen Themen nach vorne zu gehen, gehört auch ein gewisses Stück Mut. Zweifellos. Also wie gesagt, ich finde diesen Slogan sehr schön, und vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass Mensch, Umwelt, Tier, das eine oder das andere nicht geht. Ohne das andere nicht geht. Also dass jedes sich wiederum selbst bedingt und voneinander abhängt. Das hängt alles zusammen, ja. Ich wünsche euch für eure Zukunftsgesellschaft wirklich alles Gute. Ihr seid erst so kurz zusammen und habt trotzdem schon eine eigene Band auf die Beine gestellt. Ja, haben wir. Ja, die wir später am Nachmittag hören werden, gleich zweimal. Einmal so gegen 16 Uhr wird das sein und dann noch zum krönenden Finale.
Ganz kurz vielleicht noch ein, zwei Sätze zu dieser Band. Wie hat sich das ergeben? Ja, also ich sag mal so, wenn man sich mit anfängt, auf sich selbst zu besinnen, dann besinnt man sich auch auf ja, vielleicht alte Leidenschaften, auf alte oder auf Talente, die man hat, die in einem schlummern. Und so ist es eigentlich auch mit unserer Band passiert. Also unsere Zeynep, die hatte auch auf der Veranstaltung, hatte sie gesungen. Und das war so der Ursprungsgedanke, die Initiierung, der Zündfunke. So, und dann kam dann Begleitung mit Gitarre dazu, dann kam Keyboard dazu, jetzt haben wir noch ein E-Schlagzeug, also so ein elektrisches Schlagzeug noch mit dabei, werden wir also gleich hier sehen. Bass ist jetzt auch noch mit dabei, also es hat sich einfach so alte Talente. Und ich habe in jungen Jahren auch selber in der Band gespielt. Und habe seit 25 Jahren nicht mehr Gitarre gespielt. Aha. Aber wenn man anfängt, so wirklich mal mit sich selber mal wieder zu beschäftigen, dann merkt man auch, Mensch, da hätte man da auch wieder Lust. Ja, und da sollte man vielleicht mal mehr mit den Sachen arbeiten, die, ja, die in einem schlummern, mit seinen eigenen Talenten und die nach vorne bringen. Da gibt es ja irgendwie Radfahren und, glaube ich, noch was man nicht verlernt. Dazu gehört, glaube ich, auch Gitarre spielen. Ne? Ja, so sieht's aus. Okay. Erstmal vielen Dank für diese Information, Rick. Wir werden die Band, die heißt jetzt aber nicht, der Name war schon besetzt, die Animals, ne? Nee, Animals war leider schon besetzt, ja. Aber da vorne ist auch so ein Plakat, Vita Vision. Wir haben auch lange gesucht, weil es sollte nicht einfach nur irgendein toll klingender Name sein, es sollte schon schön klingen, aber sollte auch Inhalt haben. Und Vita, eben halt das Leben und die Vision, wir haben eben halt eine Lebensvision und ja, deswegen haben wir das auch als Bandname dann genommen. Rick Lado von der Zukunftsgesellschaft im Braunschweiger Land, oder ist es in Braunschweig? Direkt in Braunschweig. Also ja, der Verein ist in Braunschweig angemeldet. Wir sitzen jetzt momentan in Vordorf, weil wir noch kein Büro oder so haben, aber es ist eigentlich auch überregional. Es ist nicht nur als regional. Also zumindest im Braunschweiger Land auch. Genau, richtig. Ne? Jawohl. Zulauf finden. Zukunftsgesellschaft.org. Jawohl. So ist es. Rick, ganz herzlichen Dank. Wir hören nachher die Bands. Jetzt haben wir aber erstmal was vor Spaß.